Danke, danke, danke. Danke für 10.000 Abonnenten. Ihr seid super. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen. Davon lebt das hier. Und toll, dass du diesem Kanal folgst oder neu gefunden hast und jetzt folgst und weiterempfiehlst. Stecken viele Jahre Arbeit drin. Und ich habe ihn auch zur Sicherheit auf Library gespiegelt. Man weiß heutzutage ja nie. Das ist eine Plattform, die ist Blockchain-basiert und sicher. Also da kann man nicht einfach das vom Netz nehmen. Also danke ganz herzlich fürs Folgen und Liken, Kommentieren. Heute ein kurzes Video zur aktuellen Situation. Viele Menschen haben mich in diesem Jahr auch aufgesucht und ja, waren hier mit ihren Nöten, Sorgen und Ängsten. Ich habe auch viele Einzelcoachings gemacht, mittlerweile online und telefonisch natürlich auch, wie eh und je. Und viele Menschen haben einfach große, große Sorge, wie sich alles so entwickelt. Und damit meinen die nicht, wie sich diese Pandemie entwickelt, sondern wie sich die kollektive Dynamik entwickelt zwischen den Menschen auch. Also, wenn man mal Canetti gelesen hat, Masse und Macht, dann weiß man, was ich damit meine. Wer ein wenig mal in die deutsche Geschichte geschaut hat oder die des Mittelalters oder so, weiß auch, was ich meine. Es gibt ja die ganzen Obrigkeitshörigkeitsexperimente aus den 60er, 70er Jahren von unter anderem Stanley Milgram und anderen. Und Milgram hat ja dieses Folterexperiment gemacht und da waren ja 40 Menschen im Raum bereit, andere zu foltern und 26 davon waren bereit, andere zu Tode zu foltern mit Stromschlägen. Und die Experimente hat man ja auch wiederholt kürzlich und die Ergebnisse waren nicht besser, sondern eher schlechter. Und das hat mich überhaupt nicht gewundert, weil in der heutigen Zeit wundert mich eigentlich fast nichts mehr. Die Menschlichkeit bleibt ja zunehmend auf der Strecke. Wir werden immer mehr zu, durchgeknallten, egozentrierten Narzissten erzogen. Instagram und Co. machen es möglich und das von früher Kindheit an. Steve Jobs hat nicht ohne Grund seinen Kindern kein Handy gegeben. Das soll schon was heißen, denke ich. Und hat die, glaube ich, in der Waldorfschule geschickt oder so. Ich weiß nicht genau. Ja, also da ist schon was wirklich was dran. Und wir kompensieren auf diesen Plattformen in der Regel auch etwas an der falschen Stelle. Was nicht heißen soll, dass man diese Sachen nicht nutzen kann. Ich nutze sie selber auch. Es geht, glaube ich, immer um das Bewusstsein, mit dem man das macht. Und genauso ist es auch in dieser ganzen Krisendynamik so. Ich bin durchaus entsetzt, in den letzten Monaten wirklich entsetzt, wie viele, gerade auch Kollegen, Therapeuten, zu denen ich aufgeschaut habe, Lehrer, Mentoren, auch zum Teil von mir, einfach kein Standing, keinen Rückhalt haben und dieses ganze Angstkarussell mitgefahren sind. Ich weiß nicht, aus Opportunismus oder wirklich aus realen Ängsten, die aber auch die Manipulationsdynamiken dabei überhaupt nicht erkennen können. Und das zeigt mir nur, dass allein nur Bewusstseinserweiterung, das war auch schon länger meine These, nicht ausreicht. Hatte einen kleinen Disput mit einer Dame, die einen Esoterik-Blog betreibt. Sie war der Ansicht, dass man einfach nur Pilze einschmeißen muss und dann wird alles gut. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, es ist viel umfassender und wir müssen ganz gezielt auch bestimmte Dinge verstehen, wie wir konditioniert wurden, wie wir gebrainwashed wurden und werden und wie solche Dinge auch funktionieren. Und das sehe ich gerade eben auch an der ganzen psychedelischen Szene. Die meisten davon, die ich so kenne, brechen die Lanze für all das, was gerade passiert. Und
Ja, das ist ja auch interessant, dass man uns 75 Jahre immer vorgehalten hat, ey, wie konnte das so passieren in Deutschland? Und genau die gleichen Leute, die das uns 75 Jahre eingehämmert haben mit Schuldkomplexen ohne Ende und so, dass diese Dinge passiert sind, die sind jetzt die, die vorneweg rennen und das ganz toll finden, was jetzt gerade so los ist. Und überhaupt null Kritik haben an der ganzen Dynamik, wie sie abläuft. Also in manchen Ländern werden Menschen schon für kritische Posts jetzt in demokratischen Ländern eingesperrt, abgeholt, ne? So, und diese Dinge also völlig unreflektiert. Ja, völlig. Und ja, was bedeutet das? Also es sieht ganz danach aus, als wenn wir im Außen aktuell nicht viel machen können. Und ich behaupte, in so einer Zeit, das sieht auch astrophysisch so aus, ja. Es ist total wichtig, mit sich selbst, in sich selbst klar zu sein. Und das passt auch gerade zur Zeit, wo die letzten Tage der Schnee fiel hier und wo es, ja, glaube ich, darum geht, mehr nach innen zu gehen. Ich habe mich lange Jahre viel mit Menschen beschäftigt, die auch in existenziellsten Situationen waren, auch in Lagern. Ich habe ja auch mit welchen zusammengearbeitet, die in Lagern waren. Und die haben auch alle immer ähnliche Dinge gesagt, dass es etwas in dir gibt, was dir niemand wegnehmen kann. Und das ist diese Essenz deiner Seele oder deines Seins. Und da, in solchen existenziellen Situationen geht es vor allen Dingen auch darum. Die psychischen Erkrankungen sind durch die Decke geschossen, Suizidquoten gehen durch die Decke in manchen Ländern jetzt schon. Viele Kinder sind schon irgendwie depressiv, natürlich traumatisiert, hatte ich auch ein paar Videos zu gemacht. Und all diese ganzen Dinge, das ist ja keine, das war ja völlig klar, das habe ich vor 8 Monaten schon gesagt, bin dafür auch total angegangen worden, von sogar von vielen Therapeuten, Kinder- und Jugendtherapeutinnen, die mir sagen wollten, nein, das ist überhaupt kein Problem und so. Ja, also wer noch irgendeine Anbindung an sich selber hat, in sich, dem war schon lange klar, was das hier werden wird und wie das läuft und was hier passiert. Ja, und dem, wer in der Lage ist, phänomenologisch zu schauen, das heißt Phänomene zu sehen, auch wenn die anders etikettiert sind, aber das Phänomen bleibt doch das gleiche, der weiß doch, was gerade abgeht. Ja. Und das ist einfach eine Situation, die ist schwer zu ertragen, gar keine Frage. Aber es gibt etwas in dir, das man dir nicht nehmen kann. Und damit meine ich nicht den verdammten Urlaub, den du vielleicht nicht mehr machen kannst demnächst. Oder irgendeinen anderen Humbug. Ich bin auch total dankbar für die ganzen Reisen, die ich machen konnte. Ja, und dafür, dass ich schon so alt bin, bin ich auch dankbar. Aber das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine wirklich, es ist um etwas Wesentliches geht. Wo du drauf jetzt, wo wir jetzt alle drauf zurückgeworfen werden, potenziell. Und das sind ganz existenzielle Fragestellungen, die sich in solchen Situationen jeder irgendwann stellen muss. Und ich glaube auch Menschen, die das nicht tun, ja, die werden aus der Situation vielleicht nicht gut rauskommen oder vielleicht auch gar nicht rauskommen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, also euch allen, dir auch viel Kraft, nach innen zu lauschen, auf die wirkliche Essenz deines Wesens, deiner Seele, ja, deiner inneren, Stimme deines Seins. Und dafür ist es auch gut, aufs Herz zu horchen. Und ja, oder der Bauch ist auch eine gute Instanz dabei, oder der Solarplexus. Und ja, und vor allen Dingen auch viele Dinge in Frage zu stellen, die man dir so erzählt. Gerne auch das, was ich dir jetzt erzählt habe. In diesem Sinne, einen schönen Abend, alles Gute von Jörg Fuhrmann. Tschüss.